Und es geht weiter hier mit dem Kleinfischangeln auf Güster heute hier am Wolchow. Bisschen experimentell, beziehungsweise eigentlich schon recht bekannt das Ganze. Die Güster auf Karamell und Creme Brûlée. Also ran hier mit der Güster. Rausgezogen, das Ganze hier ungefähr auf 20 Meter geklippt, muss reichen. Und dann wird getestet und probiert. Und es geht, es könnte besser gehen. Also es geht gut, es sind einige Güster schon dabei, auch ein paar ganz gute Gewichte dabei. Wenn wir mal eben hier kurz schauen, nach der Güster 500 Gramm, 600 Gramm, das ist natürlich schon richtig gut. 800 Gramm Trophy. Und jetzt für die kurze Zeit und das erstmal testen und ausprobieren, ist es schon mal ganz gut. Die letzten Abendstunden hatte ich jetzt probiert und die Nacht über. Das Schlimmste, was gerade reingegangen ist, war ein Schuppenkarpfen. Super selten am Wolchow. Aber ja, mit der Köderkombi Creme Brûlée, da oben steht es auch nochmal, Creme Brûlée 8 und Karamell 8. Also ganz, ganz kleine Boilies. Damit sind wir hier gerade unterwegs. Und da passiert das nun mal. Übrigens, das ist eine ganz klassische Kombination eben auch für die Güster. Und da funktioniert das gerne auch mal an der alten Festung oder an der Belaya. Da geht das auch immer mal wieder ganz gut mit dieser Köderkombi. Jetzt ist er aber ein bisschen weit links gelandet. Eieiei. Normalerweise, ich werfe einfach so geradeaus. Ne? Einfach so da vorne hin. Und raus damit. Einfach eine Stelle suchen, einigermaßen gut anfüttern und dann läuft es. Ei, ei, ei. Und da sehe ich gerade im Ingame-Chat hier, der Krusch da zieht schön die Trophy. Kalmar. Schönes Ding. Glückwunsch, Algen. So, wieder raus damit und wir gucken uns mal das Setup an. Also, ich bin hier ganz normal mit Fiederruten. Relativ kleines Setup, reicht absolut. Von der Stärke her, wenn man hier so mit 4-5 Kilo ungefähr unterwegs ist, absolut ausreichend. Wenn ihr hier mit dem Feederset Start steht, ja, geht auch. Ich meine, den 800 Gramm Fisch, so einen Güster schafft man und so einen 1-2 Kilo Fisch schafft man auch ganz gut noch damit. Ja, wenn da natürlich mal so ein Schuppenkarpfen reingeht, dann kann das ein bisschen tricky werden. Ist allerdings auch super selten. Also wirklich sehr, sehr selten hier den Schuppenkarpfen zu ziehen. Wir ziehen jetzt hier nochmal eben den kleinen Fisch raus. Hier bimmelt es gerade auf der 1 und dann gucken wir uns das Setup im Detail an. Wir brauchen nämlich, ja, so ein erstes vernünftiges Karpfenset sozusagen. Und das bedeutet, wir brauchen ein LED-Core, wir brauchen ein passendes Blei von der Farbe her. Und dementsprechend muss man sich da ein bisschen was zusammenlegen. Ja, was man dann allerdings immer wieder auch gut verwenden kann. Na, geht er rein oder nicht? Vielleicht ist es auch hier nur ein Rotauge. Ich glaube, wir lassen uns erstmal einfach nur zuppeln und gucken uns das Setup an. Also, ich habe hier zum einen meine Fiederruten. Die müssen natürlich jetzt nicht so extrem Endgame-mäßig sein, sondern es können auch ganz normale Fiederruten sein. Das, was man halt am Anfang so hat. Beziehungsweise man geht dann später, wenn man es hat, dann geht man einfach mit dem Karpfenruten hier hin. Kann man natürlich auch machen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sonst nichts anderes hat und man hat vielleicht sich irgendwas geschrottet oder so, bevor man sich eine Fiederrute holt oder eine Winkelpicker holt extra, gerade wenn man halt im Levelbereich ist von Level 20 und Co., dann bleibt man doch einfach erstmal auf dem normalen Karpfen-Setup. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja, schadet ja nicht. Wird schon irgendwie gehen und die kleinen zarten Fische, die kriegt man auch ungefähr mit, wenn die anbeißen. So, gerade nochmal eben hier alles rausziehen. Guck mal hier, der hat sich auch gerade hier nicht großartig gemeldet. Nur die Spitze leicht krumm. Also, die ziehen wir hier nochmal eben raus und dann gehen wir nochmal im Detail aufs Set ein. Ja, Trophy Rotauge, nehmen wir gerne mit. Naja, eine der meisten Trophäen. Aber, ja, halt eine Trophy mehr, ne? Nehmen wir doch gerne mit. So.
Und hier am besten noch gleich Trophy Güster hinterher. Nicht ganz. Oder erstmal nur halb. Oje, schon wieder so weit links. Aber es passt. Also in dem ganzen Bereich hier. Passt doch. So, also wir gucken noch mal kurz rein. Setup. Wir brauchen natürlich, oder wir nehmen im Idealfall eine einfache Monoschnur. Mono immer gut, weniger Verschleiß, immer praktisch. Also nehmen wir das. Weniger Verschleiß auf den Schnurlaufring. Schönen Gummieffekt. Das heißt, der Fisch, wenn es auch mal was Größeres reingeht, der wird schneller müde dadurch. Und ja, weniger Verschleiß auch auf der Rolle. Rolle jetzt gerade hier in Verwendung, die Kaliber HSV. 15 Kilo ausreichend, absolut. Super viel Schnurkapazität. Selbst hier so eine Dicke mit 19 Kilo, da passen noch fast 400 Meter Schnur drauf. Also die kompletten 300 Meter Schnur gehen hier drauf. Also absolut ausreichend. Auch eine schöne Schnur sozusagen, gerade auch für das gesamte Setup hier. Auf der HSV einfach so eine 19 Kilo Schnur fürs gesamte Karpfenangeln, später auch 17 Kilo Vorfach drauf, passt. Hier in dem Fall habe ich jetzt gerade einen Leadcore von 11 Kilo. Ich glaube, das könnte man tatsächlich noch kleiner machen in Richtung 9 Kilo, aber das Leadcore absolut entscheidend. Das ist das Blei. Das Lead ist eben der Bleikern, eine Bleikernschnur. Kann man hier so ein bisschen ranzoomen. Ja, da sind halt so kleine Knüppels drin. Und die machen das Ganze schön schwer. Das liegt auf dem Boden. Lehmiger Untergrund, sandiger Untergrund. Dafür ist das Ganze hier gedacht. Und dementsprechend achtet man eben drauf, dass das eben für einen lehmigen Untergrund eben oder für einen braunen Untergrund auch passt. Dementsprechend gleich nehmen wir auch das Blei. Und dann haben wir hier eben die zwei Komponenten, die wichtig sind. Die müssen farblich sozusagen passen im Idealfall. Also gleiche Färbung. Es gibt so verschiedene Listen, wo man die Untergründe sieht, wenn man eben das so noch nicht selber prüfen kann. Zack, und wieder raus damit. Aber wir können das hier natürlich mal eben an der Stelle prüfen. Das machen wir auch gleich mal. Ich werfe gerade noch mal eben aus. Und dann gucken wir mal, was das überhaupt für ein Untergrund ist. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich gehe gerade einfach davon aus. Also die meisten Stellen oder ganz viele Stellen sind einfach hier so schlammig oder lehmiger Untergrund. Da haben wir die Markerroute, die setzen wir mal eben auf 25 Meter, werfen das Ganze schön weit aus, zack, jawohl, absinken lassen und jetzt langsam einziehen, gehen wir mal so auf eine 15 und dann kurbeln wir das Ganze hier ein. Lehmiger Untergrund, na siehst du, das war schon gut, direkt hier auf 25 Meter. Wir kurbeln jetzt noch 3-4 Mal mehr, immer noch lehmiger Untergrund, immer noch lehmiger Untergrund. Jetzt so langsam müssen wir auch hier im Bereich sein von 20 Meter. Passt. Also komplett lehmiger Untergrund hier. Das bedeutet, ja, kleiner Ruckler, aber auch hier immer noch lehmiger Untergrund. Also, ob wir jetzt hier auf 15 Meter stehen oder auf 20 oder auf 25 Meter, Schiedigol, alles lehmiger Untergrund. Clay ist also die richtige Färbung vom Blei und dementsprechend, ja, Blei und Bleikern, Leadcore-Schnur. Das nehmen wir dann beides eben in dieser Farbe und dann passt das auch. Für die geringste Scheuchwirkung. So, raus damit, 20 Meter. Wir haben hier, oder ich habe jetzt hier natürlich gerade PVA dran, weil sehr praktisch. Muss aber nicht sein. Noch heute schön am Bernsteinsee gewesen mit Futtermische. Ohne PVA, einfach nur in Bällchenform. Und auch da gut rausgezogen, ohne PVA. Also PVA absolut nicht notwendig. PVA ist einfach nur eine Futtermische, die man halt direkt schön am Ort hat. Aber weil wir ja hier auf 20 Meter Entfernung sind, heißt es, wir werfen hier einfach die Futtermische. Und jetzt nehmen wir einfach mal hier eine Güster-Futtermische. Gibt es hier die Original? Hier ist sie. Wir können zum Beispiel die Original nehmen und schmeißen die maximal aus. Zack. Da haben wir ungefähr 20 Meter, 19, 20 Meter. Wenn wir schön Energie haben, dann raus damit und dann jubeln wir die hier so hin. Werfen wir vielleicht da 5 und da 5 und da 5. Einmal so ein bisschen gestreut, zack, zack, zack. Und dann hat man die Area erstmal angefüttert. Immer darauf achten, diese Dinger haben eine Haltbarkeit, eine Wirkdauer. Hier steht es dran, Wirkdauer 17 Stunden. Also das Ganze nicht überfüttern, den Spot, denn dann ist dann irgendwann hier Sense. Dementsprechend muss ich jetzt hier auch aufpassen, ich habe schon so oft wieder ausgeworfen, dass ich hier so langsam das PVA mal wieder runternehme.
Denn sonst haben wir hier irgendwann nur noch die Rotaugen und gar keine Güster mehr. Das wollen wir ja auch nicht. So, zack und schnell wieder raus damit. Ja, als nächstes haben wir hier vom Setup, wenn wir nochmal reingucken, einen Achterhaken, beziehungsweise erstmal das Vorfach. Das ist Vorfachsmaterial, Karpfenvorfachsmaterial, findet man im Shop eben bei den Vorfächern oder Vorfachsmaterialien. Und das ist eben nicht normale geflochtene Schnur, sondern eine spezielle Schnur, die sich eben auch ja, richtig gut anpasst. Farblich ist das wurscht, also da könnt ihr egal welche Farbe nehmen, das ist im Game noch nicht implementiert, hat also keinerlei Auswirkung. Länge, ja, ich würde es nicht ganz so lang nehmen. 25, 30 cm, 35 vielleicht reicht völlig. Oder sagen wir mal 25 bis 40, das ist glaube ich ganz absolut ausreichend. Und diese ganz langen Vorfächer, ja, ist schon ein bisschen tricky. Man hat einfach gerade, wenn man auf Frequenz gehen will, einfach zu viele Ausschlitzer, zu viele Fische, die nicht beißen, die nicht zuppeln, die kommen angeschwommen, werden quasi generiert, die spawnen die Fische, kommen zum Köder, gucken sich das an, denken sich, boah, nee, gar keinen Bock drauf und hauen wieder ab. So, das heißt also, Fisch spawnt, kommt an, schlitzt wieder aus, ohne dass man das mitkriegt und wir stehen hier rum am Ufer und denken uns, na, beißt einfach nichts. Also deswegen, da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass man dann etwas kürzeres Vorfach haben wählt, wenn man eine hohe Frequenz haben will. Achterhaken, ja, passt ganz gut. Vielleicht kann man auch einen Sechserhaken nehmen. Achterhaken erstmal so ein bisschen zum Testen für die Güster ganz gut. Und dann hier eben zweimal sinkende Boilies. Zweimal sinkender Boilie. Irgendwo schon wieder was dran. Da hat es schon wieder gezuppelt. Also, wir wählen zweimal den sinkenden Boilie aus. Sinkender Boilie bedeutet, wir haben die klassische H-Montage. Also wählen hier die klassische H-Montage aus und wählen dann hier Doppel-Boilie sinkend aus. Man kann das auch mit einem Pellet machen, aber Doppel-Boilie geht eben auch ganz gut. Und dann eben Crème Brûlée. Bisschen schwierig zu suchen wenn man danach sucht, wegen diesen Sonderzeichen, aber kriegt man halt irgendwie hin. Und Karamell 8, also beides Achter mit Sahne-Dip. So, auf die Futtermische gehen wir natürlich auch nochmal gleich ein und dann haben wir, glaube ich, alles und den Spot von A bis Z untersucht und besprochen. Und das Ganze kann man ja auch anwenden auf alle anderen Spots, wenn man mal Bock hat auf Güster. Also einfach mal auf Güster testen. Mit exakt dem gleichen Setup. Ob das an der Belaya ist oder an einer alten Festung oder. Windenbach vielleicht auch einfach mal testen. Das ist alles ziemlich wurscht, weil dieses Set oder diesen Aufbau kann man eben so immer wieder ganz gut verwenden. So, da ist es. Gemahlene Erbse als Basis. Zuckmückenlarve. Es zuckt auch gerade schon die Schrift, weil gerade schon wieder ein Fisch dran beißt. Fliegenmade. Und dann habe ich hier Vanille mit drin. Süße Sahne mit drin. Kann man aber auch nochmal wieder ein bisschen variieren. Oder man schreddert hier einfach so ein Karamellboilie. Das kann man natürlich auch noch machen. Aber das wäre zum Beispiel eine Kombinationsmöglichkeit. Ich gucke gleich nochmal eben in eine andere Futtermische rein. Gerade mal eben rausziehen hier. Und gleich auf jeden Fall abmachen. Denn ich glaube, die Güster habe ich schon verschreckt durch zu viel Futtermische. Na, nochmal eine Trophy, noch ein Rotauge. Ne, nicht ganz. Wir gucken gerade nochmal eben rein in die anderen Güstermischen. Güster. Hier sind sie. Güster, Karamell. Da. Genau, da ist dann nochmal Karamell 15 gemahlen und Vanille. Explosive Vanille ist auch ein besonderer Boily. Ist nochmal ein bisschen intensiver. Explosiv, keine Ahnung. Oder auflösend vielleicht. Steht nicht weiter beschrieben, aber das ist auch durchaus eine Möglichkeit, wenn man da ein Boilie nochmal schreddern will. Das ist das, was ich hier gerade verwende. Güster-Test. Genau, das ist einfach nochmal mit Sahne-Feeds. Also so grob in diese Richtung kann das gehen. Was haben wir hier? Das ist dann nochmal mit gehackten Würmern. Die andere Möglichkeit ist ja Güster mit Wurm. Also, dass man das nochmal mit gehackten Würmern und mit Mistwurm, dass man damit quasi reingeht und dann natürlich auch das Ganze eher in Richtung Wurm macht.
Jetzt gucken wir hier gerade, Karamell hier nochmal drin, Fliegenmade, Fenchel, genau, Güster, Sahne, Karamell. Also, alles so in diese Richtung. Basis, ne, hatte ich ja letztens schon gezeigt, beim Futtermischer herstellen am Bernsteinsee. Basis immer angucken, hier, was ist die Güster? Da ist die Güster. Das heißt, wir haben diese Basis und tun da noch zwei oder drei Komponenten rein. Fenchel zum Beispiel könnten wir austauschen, auch nochmal in Richtung Sahne. Und haben dann hier ja noch Komponenten frei. Und die tun wir einfach mit dazu, zu der Futtermische, nach den Aromen, die wir hier verwenden. Und dann lüpft's. Und dann geht das ab. So ist es. So sieht der Kescher aus. Viele, viele Rotaugen, einige Güster. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen verändert, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr losgeht. Und ich teste auch nochmal ein bisschen andere Spots. Vielleicht geht das hier auch eine ganz klassische Stelle, die immer mal wieder ganz gut funktioniert für die Güster. Vielleicht läuft da auch nochmal ein bisschen mehr. So, so viel dazu zur Güster und zu diesem Spot und zum Aufbau vom Set. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Oder im Livestream auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer auf Twitch. Und die restlichen Tage gerne mal auf YouTube live. Bis dahin, Petri.